Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Regrowth wollte ich schon wieder sagen. Nee, Shattered World. Wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht's blendend. Wir haben nämlich noch einen kleinen Fehler gefunden, der Olli und ich. Sag mal guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ja. Und zwar haben wir ja das letzte Mal hier alles soweit aufgebaut, ne? Hier Neos Extruder, Pulverizer und so weiter und so fort. Dann eben hier die Dry Sieves. Die Dry Sieves, also nicht trocken, sondern Dry Stück. Dann hier Dry Stück, genau. Und dann hier Auto Packager und dann hier direkt die Automatic Camera. Aber wir haben den hier vergessen. Wir machen ja von den Broken Iron Ores hier Gravel. Von dem Crushed Nickel, Crushed Ore machen wir ja Sand. So. Und der Sand wird ja hier durchgesiebt. Und dann kommt ja Dust raus. Dann haben wir uns überlegt, ja, wo geht denn jetzt der Dust hin? Ja, der sollte eigentlich hier reingehen. Und wird dann hier direkt in die Compacting Drawer gebracht. So, deswegen hier nochmal ein Auto-Packager. Quasi, um den Dust nochmal zusammen zu craften, damit er dann eben da hinten reingeht. Haben wir so zwischen den Aufnahmen dann festgestellt, als wir mal so einen Probelauf gemacht haben. Aber das Ding läuft wunderbar. Wunderbar. Also wir haben jetzt hier die Pulverizer so eingestellt, dass die von links nach rechts einfach alles durchgeben. Und das, was eben zu viel ist, geben sie oben an die Drawer ab. Oder ich glaube so im Round-Robin-Verhältnis, glaube ich, ne? So ungefähr. Oder, ja, Olli? Das war in so einem Round-Robin-Verhältnis, glaube ich, ne? Die Dinger geben immer, also zum einen gibt der sein Koppel hier durch. Von links nach rechts. Ja, ja, genau. Und immer noch eins nach oben. Ja, und das meinte ich ja mit Round Robin, weil der hat jetzt zwei Ausgänge, einmal ich rechts. Ich denke, die oben verteilen gleichmäßig, genau wissen tue ich es jetzt nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn nicht, ihr könnt es ja auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das so ist oder ob das einfach nur zufällig ist. Wir wissen es leider nicht, aber ihr bestimmt. So, gut. Zufällig gleichmäßig. Zufällig gleichmäßig, genau. So, im Moment wird das Ganze noch von einem Tesserakt befeuert. Ha! Cool, ich kann jetzt reingucken. Schön, schön, schön. Mehr Power-Grunds, okay. Okay, muss ich das wissen? Ich glaube nicht, ne? Hoch. Das wäre ja eine massive Bildungslücke, das nicht zu wissen. Aha, okay. Dann klär mich mal auf. Hör mal, wer da hämmert. Ah, Tooltime! Ja, doch, klar. Mhm. Ja. Tooltime. Puh, war schon eine geile Serie. Ja. Wo steht denn eigentlich das Gegenstück? Ich glaube, in der Baumfarm, kann das sein? Richtig, das ist ja die einzigste Stelle, wo wir etwas mehr Strom generieren. Ja. Und was machen wir jetzt eigentlich mit diesen hier? Können wir nochmal irgendwo hinklatschen, um Lava zu erzeugen für was auch immer. Obsidian klingt gut, ja. Obsidian klingt wirklich gut. Dann könnte man nämlich da auch mal ein bisschen Obsidian herstellen. Am besten auch mit so einem Igneous Extruder. Ja, dass wir da auch nochmal so einen craften. Dann können wir nämlich 16 Obsidian herstellen. Weil Obsidian ist bei uns wirklich Mangelware, ne? Ja, es geht. Also ich empfinde durch die eingeschränkte Lava ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu bekommen. Ja, auch generell finde ich das ein bisschen. Naja, egal, gut. Was haben wir denn diese Folge noch vor? Also die Erzverarbeitung funktioniert ja jetzt wirklich einwandfrei. Wir kriegen jetzt hier genug Dusts raus. Wir haben jetzt mittlerweile wieder, wo ist das Iron? Hallo, Iron? Da unten. Oben? Iron. Ja, guck mal hier, 3x64 Stacks. Cool. Nehme ich mir gleich mal zwei. Schwupps und weg. Ja. Und pack die mal da rein. So, ja, gut, das passt. Du weißt warum, ne? Naja. Ja, gut, schön. Ja, hier sind wir ja, glaube ich, soweit fertig, ne? Grob, ja. Grob. Ich wollte ja noch die Dinger steuern, dass automatisch ausgehen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen AE-Zeug kraften. Ja, okay, gut. Wie du magst, können wir jetzt gerne machen. Da muss ich erstmal weiter planen, wie ich das wo anschließe. Okay, dann plan du mal. Ich werde mal ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar, die Mana-Batterie läuft ja jetzt im Moment ein bisschen gut. Ein bisschen sehr gut.
Aber die Lampen. Ein bisschen gut. Ja, ein bisschen gut, genau. Aber die, ich habe jetzt hier noch so eine Anzeige reingemacht, aber die funktioniert leider nicht so, wie ich das gern hätte. Ich kann es euch ja gerne mal. Sag mal, was habe ich denn hier irgendwie? Nee, ich weiß auch nicht. Ich kann es euch ja gerne mal zeigen. Also hier habe ich jetzt erstmal einen Abgang gemacht. So, Abgang. Hier noch ein bisschen verschönert, damit ich auch hier nämlich mehr auf die Gleise drauf komme. Einen extra Zaun hingemacht. Und der Mana-Pool, das Mana-Card steht immer noch da, cool. Achso, ja, ich weiß auch warum. Okay, gut, ich habe das so gemacht. Ich habe den Mana-Pool mit einem Redstone-Komparator abgefragt und der gibt ja eine Stärke raus. So, und die Stärke geht dann auf so ein Insulated Redstone-Conduit, was farblich kodiert ist. Na, seht ihr hier die einzelnen Farben? Wunderbar. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe das nämlich vorher auch mal getestet, das funktioniert einwandfrei. Das geht dann hier dran. So, aber diese, ich kann es euch gerne mal demonstrieren. Conduits, die haben ein ganz komisches Verhältnis. Also Verhalten, meine ich. Die brauchen ein Block-Update. Und wenn man sich hier ein- und ausloggt, dann sind die weg. Da hat mich der Olli auf eine Idee gebracht. Und zwar. Ambosch. Ja. Du hast mich auf die Idee. Ich hab's nur weitergeleitet. Ja, gut. Olli hat mich auf die Idee gebracht, die Grambosch hatte. Genau. So, das mal weg, das mal weg, das mal weg, das mal weg. So. Das weg, das weg. Und zwar haben wir ja auch hier Project Red, glaube ich. Das heißt das, gell? Ja. Genau. Project Red. Wer Project Red noch nicht kennt, das ist wirklich ein sehr, sehr netter Mod. Halt, komm her. Danke. So, du dahin. Ein sehr, sehr netter Mod. Da geht es darum, dass man eben viele verschiedene Kabel craften kann. Und die kann man dann auch wunderbar farblich kodieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe schon ein bisschen Farbe vorbereitet. Auch schon ein bisschen Wolle. Wolle. Als hätten wir Wolle-Probleme. Das ist nicht mein Job. Hä? Wolle ist mein Job. Wolle ist dein Job? Stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Also, wir haben jetzt hier die 16 Farben, ne? Hier, blau und so weiter und so fort. So, daraus mache ich jetzt erstmal Wolle. Aber ich crafte mir die Wolle. Ich habe kreative Wolle. Die ist sehr kreativ, gell? Die ist sogar ja, Ideen. Ja. So. Na komm. Das da rein, genau. Ach je. So. Ich habe dann aber auch wirklich alle bunten Farben. Soll ich dir dann auch mal sowas craften? Ach nee, deine Wolle ist ja kreativ, genau, ja. Sorry. So, ja. Ja, ja. Du bist gerade ein bisschen AFK, ne, denke ich. Ich bin am Denken. Ja, genau, meine ich. Ohne ja. Wolle. Ohne Wolle. Wolle, du Rose kaufe? So, komm, die letzten drei kriegen wir auch noch hin. Ja, genau. Mhm, das war sehr gut. Ich wollte gerade weiße Wolle craften aus Weiß. So, zack, Gott, dann. Ja, was ich damit mache, keine Ahnung. Gut, jetzt hätten wir weiße Wolle. Project Red Transmission. Bringt eben diese Red Alloys mit. So, diese Red Alloys kann man jetzt nochmal mit Wolle verkleiden. Und dann werden die eben verschieden farbig. So, ich nehme jetzt mal. Komm, ich nehme wirklich immer diese 36 Stück. Und irgendwas knarzt hier. Ich weiß aber nicht, was es ist. Also in-game ist es. Ich verstehe nicht, was es ist. So. Dann die. Und die. Und die. Oh mein Gott. Da habe ich einiges zum Craften. So, weiß noch. Nein. Gib her. Hallo? Danke. Zack. Olli, wie weit bist du denn? Oder bist du immer noch am Denken? Ich denke. Also bin ich, oder? Ja, genau. Mhm, wollte ich gerade sagen.
Oh mein Gott, haben wir es bald. So, warum ich jetzt so viele Farben gemacht habe. Ich brauche noch die. Ah, folgendes. Das muss ich aber, glaube ich, draußen demonstrieren. Meinst du, wir könnten mal eine Runde Ofen? Oh, ja, klar. Wo habe ich meinen Schlaf? Da habe ich meinen Schlafsack. Das ganz Tolle an diesen Kabeln ist eben, dass man die nebeneinander legen kann und die verbinden sich nicht. Also das da ist klar, das verbindet sich, wie man möchte. Gibt da auch noch einen Kabelstrang, wo du alle Farben durchleiten kannst, dann wieder aufsplitten kannst. Ja, klar. Ich möchte jetzt bloß mal demonstrieren, okay, dass man hier zum Beispiel Gray Insulated Wire und Brown Insulated Wire schön nebeneinander legen kann. Warum? Achso, okay. Aber hier verbinden sie sich eben, wo das nicht isoliert ist. So. Und damit kann man dann eben auch, wie der Olli es eben schon gesagt hat, einen schönen Strang machen. Muss ich mir gleich mal das Rezept aufrufen, aber ich glaube, es waren 5 im Kreuz und dann nochmal 4 Fäden. Fäden haben wir ja genug. Dank den liebevollen Spinnen, die wir hier immer täglich besuchen, die uns täglich besuchen. Wenigstens für etwas sind sie gut. Ja. Und wenn sie mir bloß tierisch auf die Nüsse gehen. Ist ja auch was. Ja, genau. Ich weiß zwar nicht was, aber es ist was. So, wir können jetzt entweder hier, ja genau. Und zwar Bundled Cable. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das Weiße, weil das Weiße, boah, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so oft. Und dann brauche ich aber noch ein bisschen von diesen. Zack. Und dann kriegen wir 7 von denen raus. Gut, super. Das ist jetzt hier mit diesen Kabeln auch richtig, richtig nice. Wie der Olli eben schon erwähnt hatte, man kann damit jetzt mit allen Farben rausgehen. Also ich werde es jetzt mal einfach mal so hier so einlegen. Ihr seht schon, das ist bunt. So, dann kann ich da eins machen. Da eins. Mach da mal so ein braunes hin. Und hier noch so ein braunes. So, dann... Nee, das Rosa verbindet sich natürlich nicht. Ich dachte, das wäre das Unisolierte. So, so. Die verbinden sich natürlich, klar. Machen wir den mal weg. Machen den mal dahin. So, dann machen wir da mal noch einen hin, da mal noch einen hin. Und dann werden wir mal gucken, haben wir noch Redstone-Lampen oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Haben wir überhaupt noch Glowstone? Ja, guck mal hier, Glowstone. Glowstone haben wir. Ja. So, ich habe die Taschen voll. Komisch. Hatte ich ja noch nie. So, das da. B. Kann ich mal die Gießkanne wegpacken? Ach, jetzt kann ich ja wieder meinen Ring anziehen, ne? So, weil du mich von hier oben das Zeug runterziehst. Ich zieh dir alles aus den Taschen, weißt du doch. Ja, ich fürchte es. So, und dann noch 2 Hebel. Hebel. Oh komm, genau, 2 Redstone Torches. Bin jetzt zu faul, 2 Hebel zu craften. So. Und 2 Hebel zu craften, das ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt einfach zu faul, 2 Hebel zu craften. Zack. Zack. So, ich habe jetzt die Redstone-Lampen dahingestellt. Mach hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Redstone-Lampen sind an. So. Braun geht hier lang, hier durch und dann da lang. Und kreuzt sich nicht mit dem Grauen. Halt. Und das ist richtig genial. Also man kann da wirklich auf kleinstem Raum eine wunderbare Schaltung machen. Und das werde ich mir jetzt zunutze machen. Und ich bin jetzt mal, warte mal, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob das auch so geht, dass ich das dahin packe. Weil das wäre nämlich noch super genial. Nein, geht nicht. Aber ich kann... wo habe ich das jetzt? Du bist insoliert. Isoliert. Insoliert, genau, insoliert. So, so kann ich das machen, genau. Wunderbar. Also man braucht dann auch immer ein nicht isoliertes am Ende, damit das Redstone-Signal eben weitergegeben werden kann.
Ansonsten, wenn es eben isoliert ist, ist es isoliert und es geht eben nicht weiter. So, gut, wunderbar. Dann werde ich das dann mal unten anwenden. Ich hoffe, dass mir das... Nee, ich glaube, das Bundled Cable, das wird mir nicht ausreichen. Vor allem werde ich unten wahrscheinlich auch ein bisschen aufbuddeln müssen. Ich wollte schon bohren sagen. Aber ich glaube nicht, dass mir der Platz da hinten ausreicht. Nee. Nee, nee, nee. Weil ich kann ja jetzt nicht hier das Kabel hinlegen und dann da das andere Kabel. Das geht nicht. Da werde ich erst noch aufbuddeln müssen. Ich würde dann einfach... Ah, wieder die falsche Taste drücken. Super. Einfach mal sagen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen... bisschen aufbohren. Und melde mich dann auch gleich wieder. Jo, gut. Also hier sind jetzt mal ein paar isolierte Kabel. Die liegen jetzt hier so brach. Und dann gibt es noch diese Framed Bundle Cable. Die sind auch sehr nice. Braucht man einfach nur Bundle Cable mit ein paar Oakwood Stripes drumherum. Ne, Stripes hier mit Microblocks und sowas. Und da kommt auch wieder eine richtig geile Sache ins Spiel. Erstens, man kann die Kabel auch mit Microblocks trennen. Und was ich auch noch sehr, sehr nice finde, ist, man kann die auch an die Wand klatschen oder an die Decke. Je nachdem, wie man möchte. So, die haben mir jetzt noch gefehlt. Die muss ich jetzt noch nachcraften. Und da die ja direkt kein Signal dran geben, ne, muss man ja dann so machen. Und ich sehe gerade, da kommt gar kein Redstone an. Warum? Hä? Habe ich irgendwo eine Verbindung vergessen oder was? Warte mal, was ist gelb jetzt? Hm. Okay. Aber hier wenigstens mal. Da war es hin. Da. War das richtig? Ne, das war falsch. Moment, haben wir auch gleich. Gott, ich habe die Taschen so voll. Kennt man ja gar nicht von mir. So eine Minecraft-Krankheit. Das glaube ich auch, ja. Egal wie viele Rucksäcke du hast immer die Taschen voll. Richtig. So. Wunderbar. Warum geht das Signal jetzt hier nicht weiter? Hm. Also so wie es aussieht, habe ich ein kleines Problem. Ja, das geht tatsächlich nicht durch. Ah, toll. Verdammt. Wie mache ich denn das jetzt am geschicktesten? Dann machen wir das mal so. Weil ich habe jetzt keine Lust nochmal das Framed-Kabel da... Nee, dieses Bundle Cable zu lösen. So, jetzt habe ich natürlich nicht die Reihenfolge gemerkt, das war auch sehr gut. So, einmal hier. grün und rot. Grün und rot. Und dann hier du. 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 Und dann, glaube ich, du. Hehe, cool. Das da dann. Nur so, so. Und. Nein. Nein. Och, ernsthaft. Oh, ich dreh gleich durch. Mit Blut. Mhm. Okay, hier an der Stelle könnten wir es ja einfach lösen. Ach. Gib mir mal einen Spitzhacke. Hier könnte man das ja relativ einfach lösen. So, da kommt... Habe ich jetzt gelb hin? Da. Was bist du? Achso, ja, genau. So, da. Gott. Ich muss danach unbedingt mein Inventar aufräumen. Red Alloy war ja... Nein. Red Alloy Fire. Ja, so. Nein. Ernsthaft? Oh. Olli, soll ich dir was sagen? Sprich.
Ich habe jetzt Redstone direkt neben diesen Red Alloy Wire und es nimmt kein Redstone-Signal an. Ne? Verdammt. Ich komm gleich mal gucken. So wird es funktionieren, ja. Es kann natürlich auch daran liegen, dass es mit dem Comparado nicht funktioniert. Was war das denn? Ein Motorrad. Achso, ich habe immer schon gedacht, du krummelst. Es kann natürlich sein, dass ich dann hier Repeater brauche. Muss ich das doch noch um eins nach hinten versetzen? Ja, Platz hätte ich noch, okay. Ja, Gott, und das alles nur, damit ich hier eine Anzeige habe, wie viel Mana da drin ist. Das ist total bescheuert. Wo bist du denn? Ah, da unten schon. Hallo. Doch. Guck, hier habe ich ein Redstone-Signal von 15, aber das geht hier nicht ins Red Alloy Wire. Wenn ich das jetzt tausche gegen sowas, das geht. Aber ich möchte ja die Signalstärke. Naja, abfragen. Klar. Was macht man da am dümmsten? Ja, hier so ein Repeater, glaube ich. Warte mal, ich nehme mir mal diesen. Und teste das mal. Ja, das geht. Hä? Ja, toll. Oh, es funktioniert jetzt da oben. Ja. Der gibt es natürlich auch hier an dem anderen Block weiter. Jetzt nicht mehr, oder? Mit Microblock. Ja doch, nee, ich meine, die Redstone-Lampe gibt es an die andere Redstone-Lampe weiter. Gott, Probleme über Probleme. Wenn du... Darf ich mal? Ja, klar. Brauchst du wahrscheinlich, ne? Ja. Moment. So, was war das Gelb und der da? Ah, da müsste ich den auch noch eins runtersetzen. Ja, okay, gut, wenn du die ganze Reihe eins runter haben möchtest, das können wir gerne machen. Ich rest noch das einmal weg. So, wo habe ich sie jetzt? Da. Ja, komm. So. So haut er nur das eine Lämpchen an. Ja. Das und dann wird der eine Stripe nicht reichen, dann wirst du hier unten noch einen Stripe machen müssen. Ja, das macht nichts. Was für eine Farbe war da? Grün, gell? Ja. Und dann der noch, genau. Und da dann rot. Du bist rot, ja. Magenta. Der da und dann schwarz, glaube ich, bist du. Kann das sein? Du bist schwarz, ja, genau. Okay, super, dank dir. Das ist wenigstens mal etwas. Mal ein bisschen Redstone, naja. Das bringt einen zur Verzweiflung. Ja, ab und zu schon. Ab und zu schon. So eine Steuerung wäre jetzt, ach, wie ist das Ding nochmal? Ach, aus MFR das Steuerungsteil. Da fragst du jetzt genau den Falschen. RedNet Controller. Ah, ja, genau. Mhm. Wäre dafür perfekt. Ja, aber ich meine, so geht's ja auch im Prinzip. Man muss dann halt bloß ein bisschen frickeln. Ja. Ich meine, wir sind ja hier, um Herausforderungen anzunehmen, ne? Richtig. So, verzweifeln. Ja. Also wenn ich jetzt hier... Ja, das ganze Ding muss ich auch noch eins verschieben. Dann verzweifle ich jetzt mal meine Redstone-Geschichte. Ja. Moment, wenn ich hier soweit bin, dann helfe ich dir auch. So. Gott. Das ist aber auch so ein Ding, ne?
Habe ich die Taschen voll oder was? Achso, ich habe den Ring aus, genau. War ja was. Kommt her, meine Kabel. Ich bin euer Herr und Meister. So, wo waren sie? Da waren sie. Ne, dich brauche ich da nicht. Aber hier, glaube ich. Bis. Ja, ich glaube, bis dahin. Gut, dann hat man hier grün, da rot, dann pink, grau, Leim nicht. Leim hier und da schwarz. Genau, machen wir das so. Und dann kriegt ihr das mit dem Repeater auf jeden Fall. So, wo sind die? Da. Jetzt kann ich das da. Genau. Ach, wunderbar hier. Zack. Schön. Hier an der Wand hoch und dann hier rüber. Super, jetzt brauche ich bloß noch ein paar Repeater und dann dürfte es da oben doch funktionieren. Ach, Mann, ey, was für ein Krampf. Gut, ich mache gerade mal meine Taschen leer und dann werde ich dir helfen. Ich mache gleich den ersten Testlauf. Mal schauen, ob ich Hilfe brauche. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Genau. Oh, 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 oh. Also, Herr Olli, ne? So geht es nicht. Was? Ich habe keine Fackeln einstecken, verdammt. Wo habe ich denn meine Fackeln? Habe ich die weg? Hm. Ach, da sind sie doch, Mensch. Blind wie ein Fisch. Sogenannter Blindfisch. So, ah ja, okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also hier hast du jetzt noch ein AE dran gemacht, genau. Du hast die Tower Nummer 1 hochgesetzt. So, wenn wir jetzt über 2000 Koppel, Gravel, Sand und Schlag mich tot haben, Dust, müssten die Maschinen hier ausgehen. Die sind aber noch aus, verdammt. Ah ja, okay. Redstone High, okay. Dazwischen habe ich noch ein Isolated Redstone Kabel. Ah, das wird wahrscheinlich so auch nicht hinhauen. Ich würde ein unisoliert geht ja nicht, klar. Eben. Ja. Du wirst wahrscheinlich nach unten die Verbindung machen müssen, ne? Zu dem ME-Level Emitter. Sekunde, ja, das muss weg, da muss einer hin. Ja, genau. Oh, Koppel ist schon voll. Ja, deswegen ist die Koppelfackel auch aus. Genau, das Ding müsste, also die Maschine müsste aus sein. Ja. Ist auch, super. Gravel. Ja, das dauert noch ein Weilchen, bis Gravel voll ist. Cobblestone ist voll, ja. Es geht aber auch. Geht er runter? Der wird ja weiter zu Gravel verarbeitet, also geht er auch runter. Ach ne, der nimmt es noch aus dem Door, ne? Richtig. Ja, genau. Das heißt also, wenn das dann insgesamt nur 2000 Gravel in dem. Gravel sage ich. Cobblestone in dem Door drin sind, dann würde der Igneous Extruder wieder ein Stack rausjagen, ne? Genau. Ach, guck mal, da sind ja auch noch drin. Da sind ja auch noch drin, okay. So, Gravel dauert noch ein bisschen, Sand nicht mehr so lange, Dust auch nicht mehr. Ja, sauber. Wenn man es jetzt noch mehr Mühe machen wollte, könnte man noch einen Tockel dran machen, der bei Min-Max triggert wird. Also, dass er sagt, bei 2000 schaltet er aus und bei 1000 geht er wieder an. Ja. Wenn man sich mehr Arbeit machen möchte. Wenn man sich mehr Arbeit machen möchte. Du machst das bestimmt gerne, deswegen lasse ich dir da freie Hand. Das ist gar kein Problem. Nein. So, aber nee, das ist super. Das ist super. Echt klasse. Und dann wollte ich ja noch Schalter für die Siebe machen, wo man die ein- und ausschalten kann, je nachdem, was man braucht. Wie meinst du das jetzt? Wenn ich jetzt sage, ich brauche, keine Ahnung, Diamanten, dann mache ich eine Gravel an.
Ach so, meinst du das? Wenn ich sage, ich brauche Place, dann mache ich, ich glaube, Sandvas an. Mhm. Ja, aber schick, schick, schick. So, und das kann man ja, glaube ich, wieder. Okay. Ja, das wollte ich gerade machen, Mensch. Aha. Und ich habe den Sand wieder eingesetzt. Oh. Hier, komm. Hast dein Dirt wieder. Nee, das wird nicht gehen. Warum nicht? Weil Dirt hier völlig vorgesehen ist. Ach du, ah, das geht was über einen Bus, oder was? Ja, hier ein Storage-Bus. Oh, du bist ein Fuchs hier. Ja, schick, schick, schick. Aber ich hätte gerne eine andere Farbe. ja, dann färbt mal die Kabel um. Mach ich demnächst. Brauche ich bloß ein bisschen, ich glaube, was war das? Matter? Okay, irgendwie sowas? Meinst du die Paintballs? Ja, genau. Haben wir doch hier welche drin gehabt. Oder auch nicht. Drin. Egal. Nee, aber sieht sehr nett aus, doch, definitiv. Und wenn man da eben noch ein bisschen mit Fassaden und sowas arbeitet, dann wird das auch noch richtig schön. Genau. Schick. Ich wollte jetzt eigentlich auch hier noch eine Wand lang ziehen, so ein bisschen, wo man dann die Schalter machen kann, um die Siebe zu steuern. Ja, da müssen wir aber, glaube ich, noch die Treppe versetzen. Die werden wir sowieso, also unten werden wir auf jeden Fall noch komplett die Breite machen von dem Gebäude, würde ich sagen. Ja. Ne? Vielleicht auf die Seite noch eine Siebreihe für die exotischen Sachen machen. Ja, also wie zum Soul Beispiel, Sand, genau. Netherrack und ja. Endstone. Ja, das könnten wir in der Tat machen. Und dann unten drunter vielleicht die Produktion davon. Genau. Das klingt wirklich nicht schlecht. Gut, das können wir ja dann fürs nächste Mal in Angriff nehmen, aber ob wir das zeigen werden, schauen wir mal. Ja, ist halt prinzipiell nochmal der Aufbau. Genau. Und unten und drunter wie die Produktion Zeug, für das Geraffel. Genau, und wie man das Zeug craftet, das habt ihr ja auch schon bei den bei uns auf dem Kanal, bei Beggarman natürlich auf dem Kanal gesehen. Genau, als Quick-Tutorial. Genau, ja. Nicht ganz so quickes Quick-Tutorial. Mhm, ich glaube, das ging 27 Minuten oder so, gell? Ich weiß es nicht mehr. Ja, macht ja nichts. Jo, gut. Ich habe den Flint vernichtet. Oh. 90 Stacks Flint weg. Krass. Wie lange hat es gedauert? 5 Stunden? Nicht ganz. Ich glaube, Ende letzter Folge hat sich das Ding angeschlossen und jetzt ist es fertig. Okay, und das heißt in Minuten? Ich weiß es nicht. Halbe Stunde? Wow, okay. Ah ja, gut, dann macht er immer bloß 4 pro Stück, ne? Ja. Pro Zyklus, meine ich. Gut, aber ich würde dann trotzdem sagen, vielen Dank in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns unterstützt und einen Daumen nach oben gebt. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.